Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In die Diskussion um mögliche Risiken durch uranhaltige NATO-Munition hat sich jetzt auch Bundesverteidigungsminister Scharping eingeschaltet. Er versprach, alle Fakten zum Balkaneinsatz der panzerbrechenden Geschosse offenzulegen. Eine Gesundheitsgefahr für die deutschen Einheiten in Bosnien und im Kosovo sieht der Minister bisher nicht. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, bemüht sich die Bundeswehr bereits seit Freitagabend, die Sorgen der Soldaten zu zerstreuen. Auch in der Truppeninformation werde eine Gefährdung durch Rückstände der Munition ausgeschlossen. Wie gefährlich war der Einsatz? Die Todesfälle in der NATO haben alarmiert. Sind deutsche Soldaten durch den Einsatz der hochgiftigen und radioaktiven Uranmunition in Gefahr? Verteidigungsminister Rudolf Scharping ist unter Druck geraten. Hat er Gefahren verharmlost, Risiken verschwiegen? Der Minister äußerte sich heute erstmals zu den Vorwürfen. Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass die urangehärtete Munition durch Strahlung zu einem Risiko werden könnte. Allerdings, wir gehen ganz sorgfältig damit um und ich bin auch sehr dafür, dass alle Informationen auf den Tisch kommen. Doch die Gefahr war bekannt. Aus einem internen Schreiben der NATO an die Bundeswehr und die übrigen Bündnisarmeen geht hervor, bereits im Juli 1999 gab es eine klare Warnung über Wirkung und Gefahr der umstrittenen Uranmunition. Das wurde heute offiziell bestätigt. Wir haben auf mögliche Gefährdungen hingewiesen und wir haben alle erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen. Doch das Risiko blieb. Gefordert werden jetzt weitere Untersuchungen an Einschussstellen von Uranmunition im Kriegsgebiet. Es geht um die dort noch immer stationierten Soldaten und vor allem auch um die Zivilbevölkerung. Es gab Warnungen, die Gefahr war bekannt, doch ein Verbot der hochgefährlichen Munition wurde offenbar nicht gefordert, von keinem der Bündnispartner. Die NATO wird sich am kommenden Dienstag mit dem Balkansyndrom beschäftigen und auch im Deutschen Bundestag soll das Thema auf die Tagesordnung. Auch international wächst die Besorgnis wegen der uranhaltigen Geschosse. Ebenso wie andere europäische Länder hat die Schweiz heute angekündigt, dass alle auf dem Balkan eingesetzten Soldaten einem Gesundheitscheck unterzogen werden sollen. In den ehemaligen Kampfgebieten im Kosovo haben portugiesische Wissenschaftler und KFOR-Einheiten indessen damit begonnen, nach Rückständen der Uranmunition zu suchen. Portugiesische Wissenschaftler heute im Kosovo. In der Gegend um Klina messen sie Radioaktivität. Die Männer mit den Geigerzählern sind im Auftrag ihrer Regierung gekommen. Sie wollen erfahren, ob die mit Uran abgereicherte und so gehärtete NATO-Munition lebensgefährliche Strahlung absondert. Sie untersuchen Bodenproben, Wasser und Pflanzen. Man habe gerade erst begonnen, sagt Fernando Cacayo, der Teamchef. Die portugiesische Gruppe habe noch keine nennenswerte Strahlenbelastung gefunden, aber die Arbeit sei noch lange nicht zu Ende. Die Weltgesundheitsorganisation hat nach dem Krieg keine Zunahme von Leukämiefällen im Kosovo entdeckt. Doch die Portugiesen sind nach dem Krebstod mindestens eines ihrer Balkansoldaten und weiteren Erkrankungsfällen alarmiert. Alle 10.000 Militärangehörigen, die für Portugal auf dem Balkan Dienst taten, sollen untersucht werden. Ministerpräsident Guterres deutlich. Er habe das Vertrauen in die NATO-Informationspolitik verloren. Und Portugals Staatspräsident Sampaio hat für morgen den höchsten nationalen Verteidigungsrat einberufen, ausdrücklich wegen des sogenannten Balkansyndroms. Sampaio stellt sich kommenden Sonntag zur Wiederwahl. Das Thema strahlt in den Präsidentschaftswahlkampf. In Lissabon ist ein Streit darüber entbrannt, ob Portugal tatsächlich Ende Januar 400 weitere Soldaten auf den Balkan entsenden soll. Auch wenn am Tejo keine wichtige politische Kraft den Kosovo-Einsatz bisher prinzipiell ablehnt. In betont freundschaftlicher Atmosphäre sind die Moskauer Gespräche zwischen Bundeskanzler Schröder und Präsident Putin zu Ende gegangen. Der Besuch galt offiziell als privat, es wurde aber auch über politische Themen gesprochen. So sagte Putin heute noch einmal die Rückzahlung aller russischen Schulden zu. Der Präsident unterstrich mit zahlreichen Gesten das offenbar gute Einvernehmen zwischen beiden Politikern. Am zweiten Tag endlich die wirklich russische Reise, die Schröders und Putins in der Troika. Es fuhr nicht einer mit dem anderen, alle vier fuhren zusammen Schlitten. Folklore eines Besuchs irgendwo zwischen privat und halboffiziell, in jedem Fall farbig, der Stimmung scheint das zu bekommen.
Ein Abziehbild von Russland ist es eben. Und Folklore hat bis jetzt noch so gut wie jedem Deutschen gefallen. Ein wenig ernster, dann die Fahrt zum Heiligen Dreifaltigkeitskloster bei Moskau, einst das geistige Zentrum der russisch-orthodoxen Kirche. Den russischen Patriarchen treffen sie dort noch einmal nach dem Weihnachtsgottesdienst von gestern Abend. Für Putin ist es das erste Mal, dass er ausländischen Besuch gleich zweimal in die Kirche führt. Ein bewusster Akzent gewiss, nicht nur in Richtung Deutschland, sondern vor allem auch nach innen, in Richtung Russland selbst. Viel Tradition also, aber irgendwann kam es zwischendurch dann doch zu Politik und vielleicht zu der wichtigsten Frage: Wird Russland seine deutschen Schulden bezahlen oder hat der Kanzler nicht doch irgendwo Geschenke gemacht? Es war weder ein Geschenk erwünscht, noch hatte ich eins zu machen. Russland ist selbstbewusst und auch wirtschaftskräftig genug, um seine internationalen Verpflichtungen zu erfüllen. Putin hat das Gleiche versichert. Was bleibt also unterm Strich von diesem Besuch? Gewiss eine persönlichere Beziehung zwischen diesen beiden Staatsmännern. Die aber wird sich erst noch bewähren müssen bei den künftigen harten Sachauseinandersetzungen. Bei dieser Winterreise jedenfalls blieben sie im Wesentlichen außen vor. Auch in Bayern ist bei Kontrollen im Zusammenhang mit der BSE-Krise verunreinigtes Futter entdeckt worden. 7 von 38 Proben hätten Rückstände von Tiermehl aufgewiesen, so das Landwirtschaftsministerium in München. Gegen die Hersteller würden unverzüglich Bußgeldverfahren eingeleitet. Seit einem Monat darf Tiermehl generell nicht mehr verfüttert werden, weil es als möglicher Infektionsweg für BSE gilt. Nach den jüngsten Übergriffen gegen Ausländer sind in Cottbus etwa 10.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Fremdenhass und Antisemitismus zu protestieren. An der Demonstration nahm auch der brandenburgische Ministerpräsident Stolpe teil. Auf einer Kundgebung forderte er härtere Strafen für rechte Gewalttäter. Die Protestaktion verlief ohne Zwischenfälle. Die evangelische Kirche und mehrere Bürgerinitiativen hatten zu der Demonstration aufgerufen. Knapp 1000 Menschen fasst die Cottbuser Oberkirche und sie ist bis auf den letzten Platz besetzt. Ein Mahngottesdienst gegen Ausländerhass. Es kommt allein nicht darauf an, vor der Welt und innerhalb Deutschlands Gesicht zu wahren, sondern zuerst und vor allem kommt es darauf an, dass unter uns die Würde jedes einzelnen Menschen gewährt und geschützt bleibt. Was dann folgte, war die größte Demonstration, die Cottbus seit 1989 erlebt hat. Rund 10.000 Menschen zogen durch die Innenstadt, um gegen die rechtsextremen Übergriffe zu Jahresbeginn zu demonstrieren. Am Neujahrsmorgen war ein Ehepaar mit jüdischen Vorfahren mit dem Tod bedroht worden. Ein Polizist hatte den beiden völlig instinktlos Schutzhaft angeboten. Zwei Tage später hatten Skinheads mehrere Ausländer angegriffen und verletzt. Da muss endlich was passieren. Das sind doch keine Menschen, so wie die sich benehmen. So geht das nicht. Das ist eine kleine Minderheit, die uns hier den großen Schaden zufügt und an dem wir natürlich zu knacken haben. Ja, und deshalb müssen wir das zeigen. Und deshalb müssen wir auf die Straßen, für die Kinder natürlich auch. Die müssen das sehen. Kundgebung am Standort der früheren Synagoge. Brandenburgs Ministerpräsident Stolpe ist erleichtert, dass so viele Menschen gekommen sind. Nun müsse auch die Regierung stärker durchgreifen. Das heißt für uns zunächst einmal, dass wir unsere Initiative fortsetzen werden, auf der Bundesebene zu einer Verstärkung des Strafrechts zu kommen, mit dessen Hilfe erreicht werden kann, dass Nazi-Gewalttäter schneller in Haft und strenger bestraft werden können. Jeder 10. Cottbusser ist heute auf die Straße gegangen. Sie alle hier scheinen entschlossen, nun verstärkt gegen Fremdenfeindlichkeit vorzugehen. SPD-Generalsekretär Müntefering hat die Thesen von Bundestagspräsident Thierse zur Lage in den neuen Bundesländern zurückgewiesen. Mit seiner negativen Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Osten gehe Thierse an der Realität vorbei, sagte Müntefering im Deutschlandfunk. Probleme und Schwierigkeiten würden betont, Fortschritte aber nicht ausreichend gewürdigt. Im Übrigen habe Thierse, der auch stellvertretender SPD-Chef ist, seine Thesen mit der Partei nicht abgestimmt. Bundespräsident Rau hat zu mehr Gelassenheit im Umgang mit der preußischen Geschichte aufgerufen. Anlässlich des sogenannten Preußenjahres schrieb Rau in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zu oft und zu lange habe man Preußen nur verklärt oder verurteilt. Und im geteilten Deutschland sei vieles instrumentalisiert worden. Aus der historischen Distanz sei es jetzt aber möglich, auch positive Traditionslinien wiederzuentdecken. Rau nennt unter anderem Toleranz und Reformfähigkeit, Selbstlosigkeit und Bescheidenheit.
Die israelische Armee hat im Westjordanland mehrere Kontrollpunkte in palästinensisches Gebiet hinein verlegt. Das bestätigte heute ein israelischer Armeesprecher. Die Verschiebung der sogenannten grünen Linie sei notwendig geworden, um die jüdischen Siedler besser vor Terrorakten palästinensischer Aufständischer zu schützen. Der palästinensische Chefunterhändler Erekat forderte Israel inzwischen auf, die Straßensperren auf die alten Positionen zurückzuziehen. Palästinenser Präsident Arafat hat in der jordanischen Hauptstadt Amman König Abdallah über den Stand der Bemühungen zur Beendigung des Nahostkonflikts informiert. Palästinenser und Israelis haben sich in den letzten Tagen eher skeptisch über eine rasche Einigung gezeigt. Nach dem Plan von US-Präsident Clinton sollen die Palästinenser die Souveränität über Teile Ostjerusalems erhalten, dafür aber auf ein Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge nach Israel verzichten. Das ist für Arafat aber nicht akzeptabel. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1957 hat Ghana zum ersten Mal einen demokratischen Machtwechsel erlebt. Der neue Staatschef John Kufuor ist heute in der Hauptstadt Accra vereidigt worden. Kufuor war bei den Präsidentschaftswahlen Ende Dezember als klarer Sieger hervorgegangen. Die demokratischen Wahlen hatte noch sein Amtsvorgänger Rawlings durchgesetzt, der sich vor knapp 2 Jahrzehnten an die Macht geputscht hatte. Der chilenische Ex-Diktator Pinochet hat eine richterliche Vorladung zur medizinischen Untersuchung missachtet. Der 85-Jährige sollte heute im Militärhospital in der Hauptstadt Santiago erscheinen, um seine Verhandlungsfähigkeit feststellen zu lassen. Pinochet blieb aber auf seinem Landsitz. Der Untersuchungsrichter könnte den früheren Staatschef jetzt von der Polizei vorführen lassen. Das gilt jedoch als unwahrscheinlich. 27 illegale Einwanderer aus Marokko sind vor der Küste Südspaniens in Sicherheit gebracht worden. Sie waren am vergangenen Donnerstag mit einem kleinen Fischerboot gestartet und dann in Seenot geraten. Die Behörden bezeichneten die Rettung als kleines Wunder. Die Marokkaner hatten ihre Retter über Mobiltelefone um Hilfe gerufen. Der Zustand der Immigranten sei bis auf den Schock gut, hieß es. Ein zweites Boot mit Marokkanern wird noch vermisst. Sven Fischer aus Oberhof hat heute den ersten Saisonsieg für die deutschen Biathleten geschafft. Vor heimischem Publikum gewann er das Rennen über 15 Kilometer und liegt in der Weltcup-Gesamtwertung jetzt auf Platz 2. Über Siege kann man sich immer freuen. Doch besonders schön ist es vor heimischem Publikum und dann, wenn keiner mehr damit rechnet. Sven Fischer ging als einer von 30 Biathleten bei der Entscheidung im Massenstart auf die 15-Kilometer-Strecke und ließ schon beim zweiten Schießen 2 Scheiben stehen. Dennoch kämpfte er sich wieder heran und zog an der letzten Steigung seinen Konkurrenten mit einem unwiderstehlichen Schlussspurt auf und davon. Im letzten Anstieg dachte ich, ja, wieso wären sie langsam? Und da habe ich halt meine Chance gewittert und bin einfach weitergezogen. Und als ich mich hier umgedreht hatte, war aber keiner hinter mir. Und da dachte ich, das ist richtig schön, dann heimzulaufen. Alleine dem Ziel entgegen, getragen von 12.000 Biathlon-Fans an der Strecke. Am Ende hatte der Oberhofer einen sicheren Vorsprung vor dem Tschechen Vitek und Egil Jelland aus Norwegen. Über den ersten Weltcupsieg der Männer in dieser Saison freute sich auch Bundestrainer Frank Ulrich. Und auch die kleine Madeleine war richtig stolz auf ihren Onkel. Der Hamburger Thomas Haas hat das Tennisturnier im australischen Adelaide gewonnen. Im Finale schlug er den Chilenen Massu klar mit 6:3 und 6:1. Für Haas war es der 2. Turniersieg seiner Karriere. Hochwasser in der Bretagne. Die Stadt Redon ist am stärksten betroffen. In den Straßen steht das Wasser bis zu 2 Meter hoch. Der Strom fiel aus. Die Armee brachte Einwohner in Sicherheit. Von den Überschwemmungen sind auch Teile der Normandie betroffen. In einigen Städten Nordwestfrankreichs geht das Wasser leicht zurück. Es hatte vorher lange und heftig geregnet. Umweltschützer machen die großflächige Flurbereinigung für die Flutkatastrophe verantwortlich. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 8. Januar. Deutschland ist von Tiefdruckgebieten umgeben. Zwischen all diesen Tiefs liegt ein schwaches Hoch. Davon profitieren wir morgen, denn das Wetter beruhigt sich etwas. Gleichwohl sorgt das Tief nicht für Sonne pur. Das Tief bei Norditalien bewirkt, dass es heute Abend und in der Nacht im bayerischen Raum in Lagen oberhalb von 400 Metern schneit. In Lagen darunter fällt Regen. Einige Regenschauer fallen außerdem im Norden zwischen dem Weser-Emsland und Schleswig-Holstein sowie an der Ostseeküste. Ansonsten mal mehr, mal weniger dichte Wolken. Im Nordwesten frischt der Südwestwind mitunter böig auf, sonst schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
Im Laufe der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 0 Grad. In den Alpentälern leichter Frost. Am Tag liegen die Werte zwischen 2 und 6 Grad, nur unmittelbar an den Alpen 0 Grad. Die Aussichten. Am Dienstag am Alpenrand noch Schnee, im Laufe des Tages lockern die Wolken dort aber auf. Zwischen Rügen und Emsland Regen. Am Mittwoch Nebel, Hochnebel und sonnige Momente, am Abend westlich des Rheins Regen und Straßenglätte.